Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Vaatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Vaatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysima kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Findabea wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Bin schon den ganzen Morgen geladen. Sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Der Bettlerkönig hat was mit Junior ausgehandelt.
Das hier ist jetzt sein Revier. Davon habe ich aber nichts gehört. Aber du hast gehört, was Bedlam mit Leuten macht, die ihm krumm kommen. Oder brauchst du eine Demonstration? Los, Fritz! Wenn der Boss es so will, dann ist es so. Danke, oh danke, dass es Leute gibt, die aus reiner Herzensgüte Fremden helfen. Nicht nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Geralt, richtig? Nicht Geralt. Geralt. Oh, das tut mir leid. Das musst du mir erklären. Ich habe Rittersporn durch die Bordelle gezogen? Hat er gesagt. Und dass ich sein Ein und Alles wäre, er aber mit den falschen Leuten unterwegs sei. Mit dir und diesem Zwerg, der aussieht, als hätte eine Kuh ihn abgeschleckt. Hat gesagt, ihr wärt ihm ein schlechtes Vorbild. Wein, Weib. Und Gesang. Hat er das auch von uns? Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden. Was meinst du? Wo könnte Rittersporn sein? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das Gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Kommt er häufig in deinen Laden?
Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Ritter Sporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Temerien wird wieder frei sein. Eines Tages. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Du musst elegant aussehen. Du beschämst. Hey, Hüpfer. Oh. Was muss ich tun, deine Schuhe? Wenn ich sehe, dass jemand durch die Regierung beschäftigt ist, hau ich sofort ab. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du bist so grau wie meine Oma. Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann "Du Ratte" gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Du lügst doch. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Mama, wo sagt, bist du? Mama sagt, er braucht nur einen Husten zu kriegen. Schon ist er im Grab. Und er hat Fieber. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten,
wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Es wird regnen. Weißt du, was man sagt? Natürlich. Wenn ich sehe, dass jemand... Langsamer. Schwer atmen. Nein. Schwer atmen. Die Länge. Was für einen Unterschied macht das denn? Einen großen. Wenn du das Wort Dann habe ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Hast du ihn erwischt? Was willst du? Rosa Vaartre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Komm mit. Ein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Musik.
Komm schon, komm näher. Als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan, Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen, wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Bist du schnell! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Hör auf zu prahlen und kämpf! Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt.
Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man zwei Armeen ausrüsten könnte. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Anderes Thema. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß... Der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Swags. Quessen? Diese Jugend heutzutage. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Schweine. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier, Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein.
Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emreis? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, wenn Molly da ist... Dann mal los.